Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974, willkommen zu Folge 2 von Manic Mansion über Scum in der VGA-DOS-Variante. An meiner Seite immer noch der großartige VHOG-LP und wir haben offscreen gewitzelt, wo dann das Paket bleibt. Ja. Ich mach den Gag jetzt, da ist es. Es ist schon, man darf nicht immer so ungeduldig sein. Das ist so unglaublich, ne? So, da ist es. Und wie instant ist es da? Hingewarpt. Mit Sol 4 oder so. So, diese Mitarbeiter-Gags, ne? Hier unter dem Einsatz seines Lebens durch den Dschungel mit der Machete, um das Paket abzuliefern. Genau, richtig. So, jetzt machen wir uns. Ein Mann, eine Mission. Ne? Genau. Das Paket abzuliefern. Gibt's da irgendwie, ich glaube, Amis machen immer Witze. Ich glaube, der größte amerikanische Held ist der Postman. Oh Gott. Von Batman über Superman zu Postman. So, Ed, was ist los? Ne? Ja, hier will jemand komisch sein. Das glaube ich nicht. So, das haben wir. So, jetzt müssen wir dem Vogel natürlich... Achso, halt, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder warten, dass der hier wieder in seine Kemenade geht. Da könnten wir eigentlich schon mal... Sid ins Musikzimmer bringen. Mhm. Was habe ich eigentlich erzählt, dass wir die Meteorpolizei nicht rufen können? Wieso denn? Wir haben doch Bernhard. Bin ich im falschen Film? Stimmt, wir haben ja... Ja, ich habe aber auch nicht dran gedacht. Okay, tun wir einfach mal so, liebe Freunde. Ihr wisst ja, der meiste YouTube-Zuschauer hat ja sowieso eine Auffassungsgabe eines Goldfisches. Ihr habt das sowieso gleich schon wieder vergessen. Oh Gott. Ja, stimmt. Bernhard, ey. Wie konnten wir vergessen, dass wir Bernhard im Team haben? Das ist immerhin Bernhard. Das ist auch bei uns der Außenseiter. Ja, ich glaube auch. Sag mal, wo ist eigentlich der Bernhard? Der steht da draußen im Regen. Ja, gut. Wie war das Gewinner des Schuldeppenpreises? Ja, genau. Oder? Genau. Qualitäten setzen sich fort. So, jetzt hoffe ich, dass mir nicht der Verrückte entgegenkommt. Jetzt passiert nichts, das ist gut. Weil die gehen dann wirklich, also natürlich klar, klassisch die Treppe hoch, aber in der Version, glaube ich, sind die ja so arschschnell, also vielleicht gibt es auch einen geheimen Lift, den sie hier nie verraten haben. Das kann natürlich sein. So, dann gehen wir ab ins Musikzimmer. Habe ich die Platte aber mit, ja? Ich hoffe, ich habe die mitgenommen, ne? Das ist sie, die Rumpfschrei-Abteilung. Ja, natürlich. Natürlich. Meine Lieblingsmusik. Klar, hören wir alle gern. Es ist immer noch besser wie die heutige Popmusik. Also von daher... Hören Sie heute Katy Perry mit dem Tentakel-Brumpfschrei. Oh Gott, das hätte doch was. So, warum möchtest du das nicht? Doch, möchtest du, das ist gut. So, dann brauchen wir den Herrn der Kassette. Zack, zack. So, einmal anschalten. Und einmal Grammophon anschalten. Oh. Ich glaube, ich habe gerade Mist gebaut. Kann es sein? Kann es sein? Ist der Fernseher kaputt? Oder geht er noch? Okay, gut. Ich hatte gerade überlegt, so weil ne, es zerbricht ja alles, was Glas ist. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man da hier was einschickt. Nur wenn natürlich der Fernseher kaputt ist, wo man die Adresse kriegt, dann ist diese Lösung nicht mehr... Spielt ihr das hier nochmal ab? Oh. Das ist schon geil, ne? Ja, das geht durch Mark und Bein auf jeden Fall. Bestellen Sie jetzt noch bei Jamba. Den leckeren Klingelton, wenn das Tentakel mal wieder wild ist. Mein Gott. Wunderschöne Musik.
So, also wenn man jetzt natürlich ganz heldenhaft ist, ist klar, ne, dann gibt man jetzt dem Tentakel seine Brunftschreie. Ist eine super gute Idee, ist man sofort tot. Oh Gott. Ja, verstehe ich gar nicht. Dieses Tentakel ist aber auch misslaunisch manchmal. Ja. Ich könnte es ja noch verstehen, dass ein weiblicher Charakter tot ist, aber ein männlicher, also ich weiß ja jetzt nicht. Vielleicht ist der ja natürlich auch nicht wählerisch, keine Ahnung. Ich wollte es gerade sagen, der ist einfach nicht wählerisch. Der macht da keine Unterschiede, ich finde das gut. Das ist der Tag der Neuzeit. Achso, warte mal, dann können, genau. Können wir mal eben kurz auch Bernhard mal reinholen, der da seit 5 Stunden im Regen steht. Stimmt, der arme Kerl. Totgefroren. Deswegen haben wir ihn vergessen, glaube ich. So, jetzt kann er auch rein. Oh Mann, der arme Kerl. Was auch ganz lustig ist, man wird ja hier gerne mal geschnappt, was auch unglaublich großartig ist, wenn derjenige, der geschnappt ist, grundsätzlich erstmal den Haustürschlüssel hat und die beiden anderen sind auch draußen. Mhm. Großartig übrigens. Es gibt einige Dead Ends in diesem Spiel, muss man sagen. Also, das ist ja wirklich was mir früher schon passiert ist. Ja, also mit dem Haustürschlüssel. Es ist wirklich so, ne, weil du bist ja, das ist ja eigentlich so, wenn du so ein Adventure spielst, irgendeine Figur hat erstmal grundsätzlich alles. Ja. So, wenn die dann drauf geht, doof. So, komm, dann nimm's mal ab. Ja. Zack, komm. So, jetzt kann Dave hier wieder schöne Musik machen. Lass es mal knallen, Dave. So, zack. So, wo ist denn die Kassette? Da war sie, oder? Ja. Ja. Da. Das ist übrigens auch so irgendwie, ne? Was ich auch nicht so ganz verstehe, aber das war in den anderen Versionen auch so, dass manchmal die Reihenfolge, wie die Gegenstände zuordnen, auch sehr seltsam ist manchmal. Mhm. So, da ist die geile Musik und ich zeig's nochmal, es geht tatsächlich nicht. Ich hab's ausprobiert. Interessant. Es geht wirklich nicht. Also ich dachte mir, das ist so ein geiler Gag. Nö, haben sie vergessen. Oder stand wahrscheinlich jetzt irgendeiner, der jetzt mal zufällig bei YouTube das Video denkt, was macht der da für einen Scheiß, der Trottel? Ich sehe schon, Ron Gilbert sagt sich, wer kommt denn auf den Scheiß? Ja, hör mal, die Leute umbringen, hör mal, darum geht's doch. Richtig. Spaß haben. Damals war das noch so ein Adventures, da war das gang und gäbe und heute stirbt irgendwie keiner mehr. Damals war alles Willkommen bei den Sierra Adventures mit Sierra, Rätseln, oh die Gott. Keiner versteht. Sierra, da bist du wirklich alle 5 Meter bist du irgendwo verreckt. Das ist echt übel. Ja, ich sag, das ist das Schönste, finde ich immer noch, der unglaublich, ich habe den bis heute nicht verstanden. Es gibt in der im Original King's Quest 1, also nicht im Remake und nicht in den späteren Versionen, da gibt es irgendwie ein Rätsel, wo rauskommt Rumpelstilzchen, also Rumpelstilzchen im Original. Mhm. Das ist einem klar, weil, ne? Rumpelstilzchen, Märchen, klar. Ja. Aber sie wollen irgendwie die Anzahl der Konsonanten sortiert in der Reihenfolge. Da kommt man natürlich sofort drauf. Na klar. Vor allem, weil du natürlich keinen einzigen Hinweis kriegst. Macht Spaß. Läuft. Ihre Adventures sind schon eine Klasse für sich. Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Obwohl, er kann das öffnen. Das brauchen wir ja nur einmal. So, unser Powerhouse muss also gleich auch zum Garagentor. Weil es der Einzige, der es im Omnic öffnen kann. So, das bedeutet, wenn er zum Pool geht... Ja, komm, dann kriegt erstmal derjenige, den wir nach draußen schicken, den Haustürschlüssel. Rate mal, wen wir wieder nach draußen schicken. Oh nein, der arme Bernhard. Bernhard, ich habe eine tolle Mission für dich. Ach, muss ich schon wieder in den Regen? Ja, sicher. Dazu muss ich näher ran. Ja, komm, trau dich. Es würde mich nicht wundern, wenn du ihn im Pool lässt, den armen Bernhard. Das war das, was ich auch immer gerne gemacht habe. Das ist übrigens auch schön, ne? Also das ist auch so, wenn du der vollkommene Psychopath spielst, es geht im Pool, kannst du sozusagen 2 Leute gleichzeitig töten. Stimmt, ja, genau. Frag nicht, warum man das ausprobiert. Da gibt es noch eine ganz andere Geschichte, die man... Wobei, ich glaube, in der PC-Version kann man sie nicht mehr ausprobieren, aber... Die Sache mit dem Hamster, aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich noch. Ich glaube, die müsste es hier auch noch geben, glaube ich. Echt? Das geht in der PC-Version auch noch? Ich glaube, ja.
Das wäre mal und interessant. Ich weiß, ich kenne euch da draußen, ihr wollt das sehen. So, den brauchen wir. Man kann auch, das, wo wir sowieso bei Toten sind, wenn ihr hier Mist baut, so mit dem Reaktor und dem Pool und sowas, dann geht das Haus einfach hoch, dann ist direkt Ende. Mhm. Richtig. Oh Gott. Ah, ich finde die Musik geil, aber weißt du was? Ich bin jetzt mal ein Kumpel. So. Ah, schade. Soll ich wieder anmachen? Da war es gerade so schön angenehm. Das hat das Let's Play so richtig schön unterstrichen einfach. So nette Musikuntermalung. Ich glaube, ich benutze das für meine Ankündigungen. La, 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 la. Nee, aber das hier mit der Mikrowelle geht noch. Das ist haben interessant, sie, das wusste ich. Ich hätte gedacht, das hätten sie für die Version schon entfernt. Bei der NES-Version ist der Gag. Bei der NES-Version, der US-NES-Version geht's. Bei uns sagen sie, glaube ich, irgendwie, wer wird denn sowas machen? Genau, ja. Ja, ich hab's ausprobiert. Ich glaube, das hat jeder C64-Spieler, der dieses Spiel hat, das glaube ich gemacht. Obwohl, das wäre auch richtig geil für so eine Helpline, ne? So irgendwie sich beschweren, hören Sie mal, das geht nicht. Ich kann den Hamster gar nicht in die Mikrowelle bringen. Ich glaube, die Version ist kaputt. Oh Gott. Liste mich das da, genau. Mit Tür. Ja, richtig. So, ich glaube, hier war zum ersten Mal, wo man im C64 mal die Disk wechseln musste, glaube ich, ne? Das kann sein, ja. Ah, auch das. Genial. Deswegen, also, es hatte mal einer vor, ich hoffe mal, der macht das, den muss ich mal ein bisschen motivieren, der wollte tatsächlich Indiana Jones 4 auf dem Amiga machen. Ich glaube, das hatte 15 Disketten. Ach, du meinst. Okay. So eine kleine Herausforderung, man einfach. Also, das bin ich ganz ehrlich, den Diskettenwechsel vermisse ich nicht mehr. Nee, ich auch nicht. So, da ist er. So, da ist das Ding für die Dusche. Da brauchen wir den. Man könnte jetzt auch, wir sparen uns das aber noch, wenn man jetzt ganz lustig ist, sofort den Motor starten. Dann ist das Auto aber weg. Mhm. So, Werkzeug brauchen wir da und das war's, glaube ich, ne? Genau, das war's schon wieder. So, Werkzeug, genau, so, den müssen wir gleich in den Pool bringen. So, meine Damen und Herren, es geht zum ersten Mal los, dass wir dem guten Dr. Fred ein wenig mal ein bisschen Schweiß auf die Stirn bringen. Juhu! Sagen Sie mal, ist das normal, wenn der Kernreaktor abgeschaltet wird? Ah! So, das war, wie logisch war das noch? War das drücken? War das ziehen? Mach mal einfach ziehen, komm. Ziehen, ja. Drücken? Ja. Öffnen? Öffnen. Na sicher. Öffnen. Natürlich. So, komm, mach Alarmton. Mach Alarmton. Danke. Ah. Auch großartige Soundeffekte. Oh, wunderschön. So. Wieso schon wieder leer? Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Oder hat er... Passiert ihm anscheinend öfters. Oder hat er einfach ganz komische Nachbarn? Wahrscheinlich. Hör mal, wir gehen mal zum Fred und spielen mal am Reaktor rum. Komm, Purpur, wo bist du? Mein Freund. Ich hab so irgendwie das Gefühl, dass der Purpur, der hat irgendwann später nochmal... Der kommt irgendwann nochmal irgendwie in sein Rampenlicht. Ja, meine ich auch. So, du kannst in den Pool gehen. Hätte doch irgendwie nochmal ein Sequel oder was kriegen müssen. Ja, es hatte mal einer geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das hatte mir mal einer geschrieben, tatsächlich irgendwie hätte LucasArts, bevor sie dann von Disney dicht gemacht worden sind, die hätten angeblich an einem HD-Remake von Day of the Tentacle gearbeitet. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Das wäre ja ein Ding. Also dann würde ich Disney jetzt wahrscheinlich umso mehr hassen, aber naja. Ja komm, dafür kriegst du neue Star Wars-Teile. Ja. Ist wichtig. So, wir könnten diesen Button drücken, dann wäre auch Ende. Das sparen wir uns aber mal. Was auch lustig ist, ich glaube, das haben sie ein bisschen korrigiert, die stehen hier schon ein bisschen weiter vom Pool. Beim C64 ist ganz lustig, wenn man es nicht wirklich sauber gemacht hat, hier irgendwo, wenn er halb auf der Leiter stand, war er tot. Mhm. Auch genial. Ja.
Stimmt. So. Stimmt, ja. Was ist denn wohl das Gegenteil von öffnen? Schließen? Vermutlich, ne? Vermutlich. Natürlich nicht. Oder? 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 Alarm weg? Alarm ist zumindest mal weg. Gut. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich was gemacht hat. Doch. Ja. Gut. Das war die obligatorische Probe. Sonst hier, das ist ja auch klasse, es gibt ja auch so ein paar Adventures, wo du gar kein Feedback kriegst, wenn du was machst. Das wäre auch lustig, nach 15 Minuten einfach tot. Spielt sehen ruhig weiter, Knall. Ach komm, machen wir mal ein bisschen hier, komm. Ordnungsfimmel. Ich lass ihn hier? Was, den Teppich? Die Fußmatte, ja, unfassbar. Ist das schließen? Ah, das ist ja, nur das war die Tür, Bernhard. Er will gar nicht mehr rein, habe ich das Gefühl. Bernhard, das, Bernhard, öffne Tür. So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, kann ich denn das mit dem Teppich machen? Ziehen? Den kann man da wieder zurücklegen, oder nicht? Drücken? Wüsste ich jetzt nicht. Okay, geht das nicht? Also, es geht in der 64er-Version, kannst du wieder Ordnung machen. Ja, das ist, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich war ich habe das Chaos immer so gelassen, was ich veranstaltet habe. So, was haben wir? Das haben wir, das haben wir. So, den Schlüssel haben wir mitgenommen hier, ne? Der ist, den haben wir auch mitgenommen. Na komm, komm, geh mal am besten durch die Scherben. Du bist jetzt heute unser Quotenverlierer. Du darfst dich beweisen, du darfst barfuß durch Scherben. Chaka. Yeah. So, das haben wir, das haben wir. Dann könnte jetzt erstmal Dave hier ihm mal das Werkzeug geben, dann können wir schon mal das Telefon reparieren. Mhm. Na, komm, geht da rein. Ah, Weichkeks. Hab den mal nicht so. Ach, ja. Dave, die alte Diva. Ja, so sieht aber auch schon aus. Der Quotenschönling. Das war ja lustig, ne? Dass der wirklich nie wieder dann in irgendeinem Teil irgendwie erwähnt wurde und sonstiges, die anderen Figuren schon, aber ihn? Haben so stimmt, von Dave hört man nie wieder was bei Day of the Tentacle oder so. Tja. Dafür aber Bernhard, das ist, ist wichtig. Ich glaube irgendwie, ich glaube Zack hat, glaube ich, die Platte von Razor, glaube ich, ne? Oder glaube irgendwie hier in dem Mars-Mobil, glaube ich, Leslie und Melissa oder sowas, aber sonst, nö. Der ist wirklich, meine Damen und Herren, und hier möchte ich kurz etwas sagen, der ist tatsächlich jetzt die erste Hartz IV Adventure-Figur. Sitzt da und guckt sich LucasArts 0815 an oder so. So, du kriegst einmal Werkzeug. Werkzeug hier, Tooltime und so. So, was braucht er noch? Ich glaube, dann den Wasserhahngriff macht keinen Sinn. Den brauchen wir gleich für die Rufnummer. Also machen wir erstmal Onkel Bernhard. Mhm. So, dann kann Bernhard auch gleich oben das Funkgerät reparieren, hat er sonst nichts zu tun. Oder kann ja mit den bekloppten Apps hier über die schlechtesten Star Trek-Episoden philosophieren, um hier jedes Klischee zu aktivieren. Gespräche mit Edward immer schön, auf jeden Fall. Das sollte jetzt klappen. Soll ich mal ausprobieren? Probieren wir es mal, ja. Ruf mal an. Ist ja, wir sind ja bei irgendwo bei anderen Leuten. Da können wir mal Ferngespräche machen. Oder? Na doch. Komm, natürlich 0815. Sag bloß, das ist die Verbindung, ey, Larrig. War das jetzt falsch? Egal. Das ist, glaube ich, wieder Schack, ne? Der gute Alte, die Pflanze, die in fast jedem Adventure drin ist. Der eigentliche Star von Lucasfilm und LucasArts. Auf jeden Fall. Warum durfte Chuck eigentlich nie mal den großen Held spielen? Ich verstehe das nicht. Sehen Sie heute noch in Super Chuck. Chuck rettet die Welt. Ich finde, das fehlt noch. So ein richtiges schönes Adventure über Chuck. Leider sind sie ja nicht mehr. Die machen ja. Obwohl, vielleicht haben sie Glück, wenn sie irgendwo noch mit Kickstarter oder sowas hinkriegen. Das ist ja immer noch eine ganz gute Chance. Ja, das stimmt.
Es gibt mittlerweile echt gute Projekte bei Kickstarter, das muss man ja wirklich sagen. Mhm. Also. So, komm. Mein Freund, geh die Treppe hoch. Die Wegeleistung in diesem Spiel finde ich auch immer großartig, also. Mhm. So, zack. Zack. Wie, das klappt so nicht. Moment. Hä? Was willst du denn da nicht? Ist da wieder irgendwas, was da ist? Pixel klicken. Ah, Röhrensockel. Okay. Röhrensockel, okay. Wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr. Zack. So, dann kannst du auch gleich mal lesen. Dann haben wir nämlich auch die Rufnummer. Genau, der Meteor. Ganz böse, ganz fiese Möb. So, 1977. Okay, so, das haben wir. Was brauchen wir denn als nächstes? Wir haben das. Ich glaube, jetzt können wir uns langsam um den Hamster kümmern, ne? Mhm. Ich glaube allmählich. Tja. Das tut mir jetzt schon leid. Oder wir müssen noch die eine komische Pflanze, da können wir noch machen. Mhm. Da hat er aber nichts. Da glaube ich, da brauchen wir erst das radioaktive Wasser, glaube ich. Ach stimmt, wir haben ja noch die fleischfressende Pflanze, genau. Mhm. Was war da oben noch? Da war. Ach, da war dieses komische Teleskop, ne? Mhm. Genau, dann haben wir das Teleskop. Dazu müssen wir aber bei Edna durchs Schlafzimmer. Oh. aber sonst, ich glaube. Das ist, wir sind gar nicht weit weg, glaube ich. Nee. Nee. Gut, dann würde ich sagen, dann setzen wir hier nochmal einen Cut. Und dann geht's gleich sozusagen nochmal weiter. Und dann nerven wir endlich mal die Hausbewohner, weil bis jetzt hatten die ja noch nicht so wirklich Spaß an uns, aber das ändern wir jetzt. Und, auf jeden Fall. Und ihr wollt ja auch sehen, wie es lecker Hamster-Tui gibt, ne? Oh Gott. Ist übrigens auch ganz schön, die Steigerung ist, wenn man den Hamster gebraten hat, kann man den auch Ed zurückgeben. Findet der unglaublich lustig. Oh nein. Das war auch eine Sterbemöglichkeit, ja. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, war sofort instant tot. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann. Ja, manche Leute verstehen aber echt keinen Spaß, ne? Ja, aber wirklich nicht. So ein bisschen lustigen Gag, mal einfach die Haustiere in eine Mikrowelle und sagen, hör mal, hier, komm, in einer anderen Aggregatform, hier, hast du zurück. Ich habe ihre Katze gefunden. Auf dem Teller. Wir haben sie doch eigentlich nur verbessert. Ich habe sie optimiert. Richtig, Hamster 2.0. Oder? Hören Sie mal, der läuft ihn auch so nicht mehr weg. Oh Mann. Sehen Sie gleich in der nächsten Folge Tierquälerei 2.0, nur hier. Oh ja. Gut, ich danke dir. Der großartigen V-Hawk LP für Folge 2 und ich bin immer noch euer Mr. Venom 1974 und jetzt in Folge 3 machen wir spannend weiter und dann sind endlich die Nachbarn dran. Hurra! Hurra!